Ja Leute, willkommen zu Saw, dem Spiel zum Film, beziehungsweise zu den Filmen. Und dieser Titel befindet sich schon seit Ewigkeiten in meiner Steam-Bibliothek. Weiß gar nicht, wann ich ihn mir gekauft habe, ich glaube vor 2 Jahren oder so. Er ist auch leider Gottes nicht mehr bei Steam erhältlich zum Kaufen, aber für Xbox 360 und ich glaube für PS3 könnt ihr den Titel noch erwerben. Und ja, wir starten gleich mal ein neues Spiel. Ich nehme das Ganze mit 60 FPS auf. Ich hoffe, dass ich hier keine Performance-Probleme bekomme. Sonst werde ich das Ganze mal auf 50 oder dann ganz normal auf 30 FPS eben dann zurückschrauben. Und ja, beginnen wir gleich mal ein neues Spiel. Ich spiele momentan mit Maus und Tastatur. Das Spiel kann man auch mit Controller spielen. Ich bin gespannt, was besser ist. Wenn ich nicht wirklich sehr viel weiterkommen sollte mit den Peripheriegeräten, dann wechsle ich zum Controller. Und ja, jetzt bin ich ruhig und es geht los mit einem neuen Spiel. Wir spielen das Ganze auf normal und los geht's. Okay, wir müssen schnell machen. Okay, wir müssen Maus bewegen und hier eine Taste drücken. Die 3. Nochmal die 3. Ich hoffe. Und rauf und runter. Wow, Gott sei Dank. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't! Okay. Gut, das Ding sind wir mal los. Eine ganz, ganz bekannte Falle aus dem ersten Teil. Und okay, was haben wir hier? Wir haben hier einen Fernseher, einen Spiegel, der irgendwie beschmiert ist. Eine Badewanne mit einer Säge, ganz klassisch. Und ja, wir befinden uns anscheinend in so einem... Ja, auf einer Toilette. Alles ganz schäbig hier und verrottet. Mich würde echt interessieren, wo wir hier genau sind. Und... Okay... Gut, hier auf dem Spiegel ist die gleiche Farbe wie hier. Tür schließen mit 1. Okay, das machen wir mal. Ich gehe mal davon aus... Ah, die wollen wir schließen. So, dann gehen wir zu dieser hier. Okay... Diese hier werden wir auch schließen müssen. So, okay. Ah, das ist spiegelverkehrt. Gut, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich lesen müssen und uns hier entsprechend... so könnte es passen, oder? 431 oder 437. Hier liegt doch irgendwas, oder? Nö, okay, das ist der Sessel. Ich dachte von hier aus, dass hier
irgendetwas zu mitnehmen ist, wenn man genau hinschaut. Vielleicht haben wir hier aber etwas zu mitnehmen. Okay, anscheinend nichts. Hier ist auch nichts. Da unten können wir auch nichts nehmen und den Fernseher können wir auch nicht abstellen. Gut. Oh, okay, hier haben wir ein Schloss. Kombinationsschloss benutzen. So, wir hatten hier die 4. 4. Okay, wie gehen wir rüber? Mit 1 wahrscheinlich. Okay. 4. 3. 1. Okay, dann war es die 7. So. Sehr gut. Sehr gut. Entkommen Sie aus dem Bad. Haben wir geschafft. Okay, ein Ventilator und eine Kamera. Okay, wir werden beobachtet. Wer beobachtet uns? Schließen wir mal die Tür. Wer weiß, ob da noch jemand hinter uns kommt. Okay, das Ganze ist wirklich sehr... wir dürften uns in einem Keller befinden. Also ich finde für... Ich weiß jetzt nicht, wie viele Jahre dieses Spiel jetzt auf dem Buckel hat. 2 oder 3. Ich vermute, dass es 3 sind. Und dafür sieht es, finde ich, gar nicht mal so schlecht aus. Hier auch diese kleinen Fliegen, die herumzischen um das Licht. Und anscheinend auch Ratten. Zumindest habe ich ja hier gehört... Okay, rauf mit uns. Mal schön umsehen. Haben wir hier irgendwo etwas, was wir vielleicht mitnehmen können? Okay. Es ruft jemand. Wow. Okay. Das ist unser Raum. Ich komme hier nicht raus. Anscheinend sollen wir dort runtergehen. Hier können wir nicht nach hinten, oder? Okay, uns bleibt nichts anderes übrig. Hinunter mit uns. Oh mein Gott. Gut, 1,5 Minuten haben wir Zeit. Entweder gehen wir drauf oder er geht drauf. Ich möchte nicht drauf gehen. Öffnen wir das Ganze mal. So, suchen Sie in der Sicherung in der Toilette, bevor Sie vor Schmerz ohnmächtig werden. Okay. Ja, dann machen wir das mal. Wir haben es, oder? Haben wir es? Oh Gott. So, befreien Sie das Opfer. Wie befreien wir das? Wie befreien wir das? Machen wir das hier. Elektrizität ist ja freund. Wenn Sie eine Sicherung haben, können Sie damit den Sicherungskasten aktivieren. Okay. Sehr gut. Machen wir. Wow. Ja, der sollte uns mal danken, oder? Der Typ hier. Wir haben ihn gerettet. Und er sagt nicht einmal Dankeschön. Was soll denn das? Tür ist verschlossen. Okay, was haben wir hier? Nichts. Puh, das war ja schon mal ganz schön brenzlig hier. Also, ich bin froh, dass diese Dinger hier nicht in die Luft gegangen sind. Was ist das eigentlich? Ist das Stacheldraht? Ich glaube, oder? Vermutlich Stacheldraht mit Nägel drinnen und ja. Danach werden wir ganz schön durchlöchert. Falls man uns nachher überhaupt noch identifizieren hätte können. Öffnen wir mal die Türen hier. Okay, hier ist nichts. Hier auch nicht. Anscheinend müssen wir raus. 1:56. Das heißt, wir haben gerade mal 30 Sekunden dafür gebraucht. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Okay, Tür geht auf. Wir können durch. Getting my shoes.
Aua! Warum habe ich keine Schuhe an? Sie haben nackte Füße. Bestimmte Gefahren wie die Glasscherben vor ihnen können ihnen Verletzungen zufügen. Ja, danke. Oh Mann, warum habe ich keine Schuhe? Das ist echt fies. Da ist man hier in so ein Drecksloch eingesperrt. Hier. Fängt sich wahrscheinlich alle möglichen Bakterien ein. Und muss das Ganze barfuß bewältigen. Okay, die Splitter sehen wir. Sind wir mal auf der rechten Seite. Hier links ist nichts. Sehr gut. Dieser Typ ist rechts gegangen. Okay. Schauen wir mal nach links. Hier war er drin, oder? Nö, hier war er drin. Tür ist verschlossen. Okay. Hier kommen wir nicht mehr durch. Und hier auch nicht. Wobei, hier würde es raufgehen. Aber der Weg ist hier versperrt. Okay. Ich traue mich nie über diese Lüftungsschächte hier durchgehen, hier unten am Boden. Man weiß nie, ob das heiße Luft ist, Gas oder sonstiges, aber ich vermute einfach nur wärmere Luft, dann befinden wir uns anscheinend hier in einem Keller und da ist es dann doch etwas kühler. Gut. Oh, das blinkt. Tür ist zugegangen. Okay, zurückkommen wir nicht mehr. Das heißt, es geht sowieso nur noch in eine Richtung. Dieses Ding hier blinkt. Erste Hilfe im Kasten. Gesundheitshypo. Okay, eine Spritze. Sehr gut. Halten Sie 3 gedrückt, um ein Gesundheitshypo-Spray zu benutzen. Dadurch wird Ihre Gesundheit wiederhergestellt. Je länger Sie 3 gedrückt halten, desto mehr Gesundheit wird wiederhergestellt. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wir können anscheinend auf die Spritze draufdrücken und sie stärker reindrücken. Das heißt, wenn wir wahrscheinlich auch nur ein bisschen draufdrücken, haben wir noch was in der Spritze, oder? Müsste eigentlich so sein. Denke ich mal. Gut, ich bin mir im Moment nicht sicher, ob hier die Mausbewegungen so super flüssig sind. Ich werde das nochmal ganz schnell kontrollieren, aber hier kann man eigentlich eh nichts machen. Ja, das war's eigentlich. Da kann man wirklich nichts machen. Okay, wieder zurück. Gut, okay, sind hier Splitter? Oh Mann. Ich meine, ich finde so ein Setting echt geil. Hier, diese... Gott, das ist... Ist das eine Ehrenanstalt? Das ist doch zum Fixieren, oder? Es werde Licht. Drücken Sie 4, um das Licht einzuschalten. Sie haben ein Feuerzeug und können auch andere Lichtquellen finden, die alle einzigartig sind. Okay. Sehr gut. Oh, das wird düster. Das wird düster. Ganz schön dunkel hier. Hey, er läuft wo? Hallo? Hallo. Okay. Rot. Gott. Mann, das ist schon sehr dunkel, oder? Ich traue mich hier eigentlich fast gar nicht... Und fliegen. Oh mein Gott. Es könnte auch gut zu Silent Hill passen hier. Oh. Ihhh. An dem nagen wir schon die Ratten. Oh Gott. Gucken wir zuerst mal hier. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Oh Gott, das könnte echt Silent Hill sein. Und wenn das Game fies wäre, dann würde uns hier irgendjemand auch noch erschrecken. Okay, Kakerlaken gibt's auch. Hä? Oh Gott. Wow. Okay. Wir haben Mitspieler. Und der ist gerade an einer eisernen Jungfrau, beziehungsweise eine Jungfrauenmaske, ordentlich krepiert. Ach du Scheiße. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Ich will hier raus. Oh nein. Hier geht's auch schon weiter. Oh Mann. Gibt es hier noch irgendwas zu mitnehmen? Ich will hier ehrlich gesagt nicht hinein. Splitter sind hier keine. Oh, hier! Na, warte, dich kriegen wir. Die Tür werden wir schließen, oder? So, hier gibt es nichts. Was?
them everything. I showed them the possibility of death and the sacrifices they have to make to stay alive. We will see what sacrifices you will make when the time comes. Ja, ich hoffe, ich bringe nicht zu viele Opfer. Will you appreciate your life? Ah, Mann. Okay, jetzt bleibt nichts übrig. Gehen wir hinauf. Oh Gott. Oh Mann. Die Schweinemaske kennen wir. Oh mein Gott. Was war das? Ja. Passende Errungenschaft. Finde ich genau richtig. Was war das? Okay. Gut. Sergischel Theater. Oh. Whitehurst Asylum for the Insane. Oh. Eine Nervenheilanstalt. Ich wusste es. Oh Gott. Wir sind jetzt quasi gefangen. In der Mischung aus Silent Hill, Outlast und den Rätseln von Saw. Oh Mann, das kann was werden. Fallakte. Der Bau des Whitehurst Anstalt für Geisteskranke. Na super. Ich hoffe, wir bekommen es nicht auch noch zusätzlich mit Geistern zu tun. Das wäre ja der Überhammer. Oh Mann. Du willst mehr wissen? Ja. Okay, anscheinend wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir diese ganzen Fallakten immer schön mitnehmen. Vielleicht erfahren wir hier etwas, was über das Spiel hinausgeht. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Wir müssen hier anscheinend durch die Tür. Aber das machen wir nicht mehr heute, sondern im nächsten Teil. Bis dann.